Guten Tag. Moin Moin und alle durchgeknallten. Da, hier gibt es ein bisschen Würgereiz zum Mitnehmen. Oder Drehwurm. Alter, da Paracasten. kannst du nicht hingucken, Wenn ja, du da kriegst du. komplett rauszoomst, geht's. Aber sobald du wieder weiter reingehst, kriegst du eine Macke, wenn sich auf einmal alles so dämlich rumdreht. Und selbst wenn du ganz rausgezoomt bist, wackelt der ganze Bildschirm und da denkst du dir, oh, Erdbeben! Fehlt nur noch der Bass im Bauch. Ja, na gut. Und gar keine Eisenplatten mehr an. Dann aber die Grünen jetzt wieder ordentlich produzieren. Ja, vor allen Dingen. Dafür funktionieren die Geschwindigkeitsmodule jetzt wieder und die Tränke können wieder ordentlich produziert werden. Und wo ist denn jetzt das? Wo ist denn das Eisenplattenzeug von dir? Ach, da. Ja, übertreib, ballert zeitgleich blau durch. Boah, ja, er ist schon rot. Jetzt kommen auf jeden Fall wieder welche an. Naja. Zwei oder drei. Vor allen Dingen muss man dagegen laufen. Na ja gut, du hast ein Exoskelett-Ding hier drin, ja. Ja, es zieht doch ganz schön am Akku. Und ich komm kaum voran. Hat mir gleich so einen kleinen Strich vom Akku weggemacht, Du das weißt bisschen gegenlaufen. Also kommst du recht gut voran, ja. Da kommst du mal schönen Sprung durch die Map. Jeden Fall. Aber wieder Auto speichern. Auto speichern? So, Bergbauproduktivität. Was? Ehrlich? 5 schon, ja. Und vor allen Dingen, das braucht 500 blaue Tränke. Ja. Haben wir überhaupt blau? Blau ging das eigentlich so gut? Nee, blau ging doch auch scheiße, oder? Was ist denn überhaupt blau? Blau, blau ist hier. Ne, blau läuft gut. Jetzt da wieder rote Chips da sind, läuft klar gut. Das hängt alles an diesen blauen Chips. Ne, rote Chips. Ja, Blau? rote. Und da hinten waren es die grünen. Es hängt im Endeffekt immer nur an den Chips. Eigentlich hängt es immer an den Eisen. Das ist wie auf Partys. Wenn du was zu knabbern willst, hängt es immer an den Chips. Na, erst hing es immer am Eisen und jetzt immer an irgendwelchen Mikrochips. Nur gut, dass ich da unten diese Halle gebaut habe schon. So nebenbei mal in den zwei Folgen nebenbei. Mal schnell. Halle nebenbei folgen, was? Ja, mal so in so schnell 10 Folgen habe ich da unten das Ding gebaut. Oh ja, die blauen sind alle. Also sie produzieren, aber die sind alle. Kommt eins auf die innere Bahn, bap, wird direkt verballert. Eigentlich war die mal voll mit blauen. Blau. Ja.
Lila und die Gelben laufen jetzt ganz gut. Die Blauen halt auch, aber Vorrat ist halt aufgebraucht. Ach so. Hab ich dir gesagt, die gingen doch gar nicht so gut. Hier die Blauen. Woran hängt's da? Na, es hing die ganze Zeit an den roten Chips. Die wir sind ja jetzt wieder da. Die Motoren, die werden auch die ganze Zeit. Die stauen sich halt jetzt nicht mehr, weil sie jetzt wieder verballert werden. Logisch. An den blauen Chips. Bergbeeffizienz. Braucht er jetzt keine Sau mehr hier. Tragbarer Fusionsreaktor, das klingt doch witzig. Ja, ja, siehst du. Apropos, sowas müsste ich mir langsam auch mal zulegen hier. So ein bisschen Ausrüstung. Achso, ne, eigentlich wollte ich einen Kampfanzug 2 als nächstes machen. Extra alles dafür erforscht. Jetzt fehlen. Ja, siehst du, jetzt fehlen wieder die blauen Tränke. So was. Achso, ne, da brauche ich noch. Das Effizienzmodul 3 braucht man dann noch. Aber machen wir erstmal den Reaktor. Und wie viel braucht er? Na, bei dem Blauen ist halt jetzt die Motorenproduktion, was hier hängt. Die Motorenproduktion ist halt langsam. Da vielleicht ein paar Geschwindigkeitsmodule reinpumpen. Ja, aber wenn, dann richtig große gleich. Also, dann doch. Baut gleich. Du hattest doch schon die Dreier gebaut. Ja, ja. Kann ich nur eins herstellen, gerade in der Tasche. Boah, diese verdammten Rohre. Versteckerkiste gebaut. Toll, ich kann 3 Geschwindigkeitsmodule Stufe 3 bauen. Ja, ich müsste, hätte jetzt eigentlich auch mehr bauen können müssen. Ach so, rote Chips. So was gleich aus fehlt. Aber lässt du dir rote Chips nicht liefern? Ja, es gibt aber keine Kiste, die welche im Vorrat hat. So. Ja, die Chips kommen da rein und kommen wieder raus. Kommen da rein und kommen raus. Ja, da du stehst einfach am falschen Ende. Jetzt kommen welche langsam geliefert. Die gingen gerade alle zu dir. So, das ist die Geschwindigkeitsmodul noch. Einmal einbauen. Wir sind. Ach, das baut noch. Ach du Scheiße, braucht das lange. Fuck. Und ich weiß nicht, die Geschwindigkeitsmodule braucht das, glaube ich, um dann das Raketensilo zu bauen. Und dazu brauchtest du Geschwindigkeitsmodule, ich weiß nicht, 100 Stück oder so, Stufe 3. Und 100 Stück Stufe 3 Effizienzmodule und 100 Stück Stufe 3 Produktivitätsmodule. Also, das hat das richtig in sich. Das braucht dann so ein Minütchen, ja. Ja, das kannst du nur offscreen machen. wo wollten wir jetzt Geschwindigkeitsmodule reinbauen? Die Motorenproduktion. Ja, hinten. Ja. Ach lol. Da können wir erstmal gelbe Fabriken draus machen. Wozu nehme ich denn hier die Motoren noch weg?
brauch die Motoren ja gar nicht hier runternehmen, wenn du sie da sowieso noch extra produzierst. Nee, ja, nee, die. Ach so, das kannst du da wegnehmen, ja, theoretisch. Ja, hab ich. Ich hab den einen gerade weggenommen. Das ist ja noch der andere Arm, der die Motoren von oben nach unten bringt. Das reicht ja völlig aus. Die stehen da ja echt lange, wie es bekloppt ist. Ja, aber der hat die ja von da eh nicht da drauf gepackt. Weil das Band war ja da an der Stelle schon wieder voll. Aber da stellt hier keine Motoren her, weil Rohre fehlen. Hä, wieso Rohre? Nee. Ist doch alles voll mit Rohren. Stahlträger fehlen. Stahlträger fehlen. Stahlträger. Das einzige, wie du das mal findest, wo das wieder hergestellt wird, ja, ist diesen Band zu laufen. Ja, ja, einfach ablaufen. Das ist hier, das ganze Ding ist eigentlich Stahlträger, aber es kommen keine Eisenplatten mehr an. Weil es alles noch Verbrennungsdinger sind. Ja, wieso die Produktion ja genauso schnell wie die hier drüben? Ist doch völlig egal. Hier drüben sind die genauso schnell, ja? Ja. Wir brauchen halt einfach nur keine Kohle, sondern Strom. Ja, so, und ja, aber hier kommt auch gar kein Eisen an. Kein Erz. Aber dafür haben wir ja was entwickelt, was sie forscht quasi. Jetzt kommt Stahlträger. Ja, ob das jetzt das Endsieb ist. Bis zum Endsieb. Die Nüsse müssen wir rommeln. Brauchen wir ein Sieb? Wir laufen hier sogar Teile noch auf Gelb von der Produktion. Braucht man sich ja nur wirklich nicht wundern, dass da nichts ankommt. Ist das hier? Das läuft jetzt schnell. Ja, ist ja jetzt aufgestaut, das reicht auf jeden Fall. Naja, da kommt da langsam wieder Stahlträger. Mein Ding, die Umweltverschmutzung musst du dir mal reinziehen. Ist die interessant? Auf der Karte. Karte? Kann ich denn die da sehen? Muss unter der Minimap ist. Ach da. Und hat das irgendwelche Auswirkungen? Ist das irgendwie interessant für uns? Ja, naja, normalerweise ziehen das die Putzis an, aber die sind gerade noch außerhalb der Range. Die Aliens meinst du? Die haben doch sowieso auf friedlichen Modus. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Umweltverschmutzung trotzdem so ist. Naja, bei dem friedlichen Modus stand da, greifen nur an, wenn du angreifst.
Also allzu viel mehr Stahlträger kommen jetzt auch nicht an, ne? Wieso? Stapelt sich doch. Siehst Na du? gut, das reicht gut. Ist gerade die komplette da auf Rot umgebaut bis zu dem Filterarm hier. Und es staut sich ja jetzt wieder. Und bei den Militärpaketen ist natürlich auch alles komplett aufgestaut, logisch, weil die ja gar nicht mehr abgeliefert werden. Muss ich mal gucken. Alter. Scheiß Nacht. War keine Nacht. Waren Lampen. Vor allen Dingen, die Forschungslabore sind alle gar nicht ausgelastet, weil nicht überall so Krams ankommt, ja. Auf der Fa Ach, wir sind aber auch brillant hier. Auf der zweiten Seite sind gar keine roten Greifarme gemacht, damit das schnell erforscht. Die werden gar nicht beladen. Hä? Wie? Was? Die Forschungslabore werden gar nicht mit den lilanen und gelben beladen, weil da gar kein Greifarm auf das Förderband geht. Und wie hat's dann die ganze Zeit geforscht? Ja,
nur mit einer Hälfte oder beziehungsweise davon. Du meinst, ach so, unten sind keine roten Greifarme, ja? Ja, und oben waren auch 5, 6, 7 Stück nicht. Da kannst du nichts machen. Ich hole jetzt gerade erstmal wieder die grauen ran. Die kannst du ja mit einer Nachfahrerkiste jetzt holen. Die können ja die Robis da transportieren, weißt du? Ja, nö, ich baue jetzt gerade hier schon auf. Und wir haben das ja sowieso da einmal stehen. Wieso? Lass das doch. Wieso? Ich bin da schon längst dabei. Lass doch die Robis. Wo baust du das jetzt lang? Hier kreuzer quer oder was? Da war ja gar kein Platz eigentlich mehr dafür. Na klar. Genau hier. Hä? Alter, machst du das umständlich. Da lang. Ja, so jetzt. Das machen wir. Ist doch völlig egal. Habe ich wenigstens was zu tun. Also ich bin fertig, bei mir hat es funktioniert. Ja, bei mir hat es auch funktioniert. Ne, wo warst du denn? Wo hast du die jetzt angeschlossen? Ach, die schickst du einfach jetzt mit an die blauen oder was? Ja, schon die ganze Zeit. Das war schon keine die ganze Lager, Zeit so. Keine Lagerkiste. Du bist der, der die gelben Kisten überall hinbaut. Ich habe jetzt gerade eine hingestellt, wow. Ghosty, der die aufgestellt hat. Jetzt kommen die blauen allerdings. Ah ne, die sind auf der richtigen Seite. Jetzt laufen sie auch noch auf unterschiedlichen Seiten, passt. Hä, hey, warum sehen jetzt innen und außen grau? Ja, weil die gerade auf der falschen Seite liefen und durch deine Konstruktion hier sind die halt einfach durchgelaufen. Hä?
Ich habe die Weil jetzt. Die auf der gleichen Seite ich liefen, ja. Ja, ich habe die jetzt auf die Innenseite gelegt. Ja, beziehungsweise auf der. Scheiße, ja, kommt drauf an, auf welcher Seite vom Fließband du stehst. Wo sitzt der Sinn von deiner Kiste? Hm? Wo sitzt der Sinn von deiner Kiste? Nimmt nicht mal von allen Produktionsstellen. Das ist egal. Warte, mach ich's anders. So. Das ist sinnlos. Ups. Hey, wie hast du das jetzt alles so schnell abgebaut? Das war's falsche. Wo ist denn das Ding? Hab ich nicht. Ach ja, da ist die Montagemaschine. Wo standen die? Da stand die. Ja, die andere Kiste ist auch schon wieder voll. Aber diesmal ist es relativ gut verteilt, ja. Ziemlich sinnlose Beschäftigung der Drohnen finde ich trotzdem. Lass sie doch rumbuseln. Das ist doch ein Buselfaktor. Produziere 1000 Prozessoren pro Stunde. Jetzt nicht so viel, ne? Ein Stück pro Minute. Hm. Hä? 16 Stück pro Minute? Ja. Wie kommt denn das dann auf 1000 pro Stunde? Steht auf jeden Fall, na, 995 und da steht 16, jetzt steht 998. Und da steht 16,6 pro Minute. Jetzt ist genau 1K, jetzt ist 16,7 pro Minute. Frag mich nicht. Das steht hier drinnen. Obwohl, könnte fast hinkommen. Keine Ahnung. Ja, kommt tatsächlich hin, dann mit den 16 noch was pro Minute.
Vor allen Dingen, da hatte ich diese Ölproduktion eigentlich relativ weit außerhalb gebaut, ja, weil ich gedacht habe, hier kommt nie was hin, ist alles voll. Ja, jetzt steht es eigentlich voll im Weg. Und nervt, weil du immer drum herumlaufen musst. Ja, erstens musst du immer drum rumlaufen und zweitens kannst du es einfach nicht mehr erweitern. Wo soll ich denn jetzt eine neue Raffinerie hinstellen? Weiter unten höchstens, aber nach Ja, oben hin aber da kannst du kommst du knicken. ja nicht mehr an irgendwelche Lager ran. Ein bisschen kann man hier drin rumlaufen. Aber ist irgendwie nervig. Dass man mit dem Exoskelett nicht einfach über die Rohre drüber springen kann oder so. Das wäre doch mal was. Kannst dir Beschwerde beim beim Macher machen. Macher machen. Beim Macher machen. Der Macher macht's dann oder was? Der Macher lacht dich dann aus, weil. Ding, hier ist eine Lagerkiste, da sind 5 Millionen Fließbänder drinne. Ja, da will ich die mal rausschmeißen hier. Vor allen Dingen sind erstmal 7000 grüne Chips drinne, dann 5,3 K schwere Munition. Irgendwie Beton millionenfach. Ja, das sind ja die ganzen passiven Kisten. Aber 7000 grüne, ja gut, das ist hinten bei der ersten Produktion. Habe ich jetzt die 250 Prozessoren? Habe ich. Verbindung zum Server wiederhergestellt. Ich bin der Server, willst du mich Ja, verarschen? es stand ja bei mir auch etliche Male da. So ein Quatsch. Habe ich 40 elektrische Erzförderer in der Tasche. Bist du wahrscheinlich einfach mal über das Förderband gelaufen. Das ist jetzt, ach ne, der dritte, der steht immer noch Dinger ja hier. Ja, wo sind die? Ach, hat direkt alle rausgeballert. Immer so die ein oder andere Logistikdrohne noch hergestellt. So 100. Sag ich doch. Seht schon mal. Oh shit, braucht der Platz. Das ist mit die Solarpanels, brauche ich ja wahrscheinlich eh nicht mehr, wenn ich einen Fusionsreaktor habe. Glaube ich nicht. Zack. Maximale Leistung 750 Kilowatt. Vor allem mein persönlicher Roboterhanger, Energieverbrauch 2 Megawatt. Was?
Na gut, nimmt er aus den Akkus ja dann raus. So, Schild auch wieder drin. Jetzt ist mein Anzug komplett belegt. Muss man den Reaktor irgendwie befeuern oder läuft er einfach? Fusionsreaktor, nee. Na gut, ja, füllt langsam die Akkus. Kann ich quasi die Solarpanels rausnehmen und noch Akkus reinpappen. Warum stehen hier jetzt eigentlich überall Lampen rum? Warum haben wir schon wieder 37 Minuten? Was müssen wir jetzt eigentlich noch groß machen? Ja, also wir müssen auf jeden Fall das Raketensilo erforschen und das bauen. Und dann müssen wir Raketensilo bauen und dann müssen wir... Ja. Ja, da müssen wir die Rakete bauen und dann müssen wir den Satelliten bauen. Oder so. Okay. Warte mal, wir können das bestimmt schon erforschen. Effektübertragung. Nö. Ja, ja, so Raketensilo können wir schon erforschen, alles. Nee, Raketensilo können wir noch nicht erforschen. Hä? Klar. Nö, es fehlt. Naja, ach nee, da fehlt noch ein Modul, ja, stimmt. Nee, Raketenfeuerrate. Und nochmal Raketenfeuerrate, nee, und nochmal Raketenfeuerrate und Effektivitätsmodul. Ja, tatsächlich die Feuerrate. Was auch immer die Feuerrate mit dem Silo zu tun hat. Ja, und dann brauchen wir Baumaterial mit geringer Dichte, Raketentreibstoff. Raketensteuereinheit. Entweder Raketenbauteile. Und ein Satellit. Und der braucht 100 Solarpanels, 100 Akkumulatoren, 5 Radare, das seht ihr alles noch. 100 Prozessoren, und das geht eigentlich auch noch alles. Oder Raketenreibstoff ist auch okay. Nur hier, Raketensilo, 1000 Stahlträger, 1000 Beton. Ja, Motoreinheit. Ich habe gerade gesucht nach dem, was du gesagt hast, aber das ist alles gar nicht so schlimm. Produktivitätsmodule waren da immer eigentlich nur. Die da so ewig Stunden, Jahre gedauert haben. Ist vielleicht bei dem Baumaterial mit geringer Dichte dabei? Nö. Das ist Stahlträger, Kupferplatten und Kunststoffstangen. Ich weiß es nicht. Genau, bei Festbrennstoff ist scheißegal, welches man nimmt, oder? Ob das jetzt leicht oder schwer oder Petroleum ist. Nee, Festbrennstoff war irgendwas Bestimmtes. Ja, wie gesagt, Petroleum, Schweröl oder Leichtöl. Es ist Petroleum, Schweröl oder Leichtöl. Guck doch einfach im Inventar nach. Ja, kannst du aus allen dreien machen.
Ja, und wie es weitergeht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oder Ja, oder so, ne? 40 Minuten schon wieder. Hunger. ihr die nächste Folge macht. Ja. Also, Mach's wenn ihr gut. schnuppert.